Eines Morgens starrte der Schmied auf die Asche in seiner Esse und nichts freute ihn mehr. Er sah keine Hoffnung im grauen Himmel, und all die Freude in ihm war so grau und so kalt wie die Asche. Er nahm ein scharfes Messer und einen langen Strick und ging in den Wald. Dort suchte er einen passenden Baum, schnitt den Strick zurecht, warf ihn um den stärksten Ast und band einen festen Knoten. Als er überlegte, ob der Strick denn genug wäre oder ob er auch das Messer gebrauchen sollte, wurde er von einem Geräusch aufgeschreckt. Zwischen den Bäumen sah er, nicht wie zuerst gedacht, eine verloren gegangene Ziege oder eines der gelangweilten Kinder, das ihm gefolgt war, sondern er sah eine Fremde. Das heißt, auf den ersten Blick sah die Gestalt wie eine Frau aus, aber als sie sich zwischen den Bäumen bewegte, war er sich nicht mehr sicher. Die Haare waren zu kurz, das schmale Gesicht zu eckig, aber nicht eckig genug, der Körper zu kräftig, aber nicht kräftig genug. Dann störte ihn eine flüssige, schöne Bewegung, und wieder war er unsicher. Die eigenartige Gestalt sah ihn mit intensiver Neugierde an. Sie trug feine Kleidung, nicht die dreckigen Felle der Leute hier. »Ich habe etwas für dich«, sagte sie in einer tiefen Frauenstimme oder der melodischen Stimme eines Sängers. »Etwas, das dir die Freude am Leben wiedergibt.« Er horchte auf, aber sagte abweisend, »Was kannst du schon für mich haben?« »Was du am meisten willst, genug Geld, genug Ruhm, genug Fertigkeit mit dem Hammer, um alles und jeden auf dieser Welt haben zu können.« Hallo, was ihr gerade gehört habt, das war ein Auszug aus Der Schmied und der Teufel. Der Schmied und der Teufel ist eine von 5 unerzählten Geschichten aus Pitten, die uns von der Bronzezeit bis hin in die Moderne zu den Wüsterhallen führen. Und wir werden diese Geschichten, dieses Buch und diese Illustrationen des Buches am 18. Mai, an einem Samstag, um 16 Uhr im Pittner Museum für Zeitgeschichte, im PIZ 1000, präsentieren. Am 18. gibt es eben die Buchpräsentation und einige Geschichten. Und am 19. Mai, am Sonntag, gibt es auch noch die Möglichkeit, mit der Künstlerin dieser Illustrationen, Christine Buchner, zu sprechen. Die Illustrationen gibt es zu sehen und dazu noch einige Blicke auf Pitten. Wir freuen uns über alle Leute, die kommen wollen, kommen können, kommen dürfen, kommen müssen und hoffen, dass ihr zahlreich erscheint. Also bis zum 18. Mai, 16 Uhr, PIZ 1000 in Pitten.